Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Wir reden jetzt mal mit Gideon. Siegmund? Du meinst den Nekromanten? Du hast ihn besiegt? Du machst Witze. Moment, du meinst das ernst? Meine Güte. Hey, hör mal. Du bist das beste und vielversprechendste Mitglied der ganzen Abenteuergilde. Komm, du musst deinen Vertrag mit uns erneuern. Und wenn wir schon dabei sind, warum verlängern wir die Laufzeit nicht gleich auf unbegrenzt? Wie wäre es, wenn du dich hier niederlässt? Ich stelle sicher, dass es sich lohnen wird. Was sagst du? Wenn es sein muss, nehme ich sogar diese Blechbüchse mit unter Vertrag. Damit meiner wohl da. Na schön, zusätzlich erhöhe ich noch deinen Rang. Mit einem Abenteurer wie der können wir sicher auch gefährliche Missionen wie den Abgrund-Dungeon annehmen. Abgrund-Dungeon ausgeschaltet. Okay. Sprich mit Tar. Ich dachte, wenn Siegmund fällt, würde mein zweites Leben auch ein Ende finden. Aber dies scheint nicht der Fall zu sein. Erfreue mich sogar, mich doch bester Gesundheit. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, an welchem Punkt die Sache aus dem Ruder gelaufen ist. Andererseits. Also, Håkan Truber sagt, dass meine Auferstehung nichts mit Siegmund zu tun hat. Verstehe. Darum bin ich nicht mit ihm gestorben. Aber wer hat mich dann zurückgeholt und wie? Zu welchem Zweck? Begib dich zur Borg, Wern überbringe diese großartigen Neuigkeiten. Du bist der Held, der Siegmund besiegt hat. Eine Leistung, die wirklich Anerkennung verdient. Jetzt gehen wir getrennte Wege, Tavalero. Du bist mein Freund und Kamerad. Ich fühle mich geehrt, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, wir begegnen uns wieder. Und für diesen Tag würde ich meine Lanze. Und für diesen Tag werde ich meine Lanze bereithalten. Okay, und weg ist er. Sprich mit Avele. So, und die ist. Ah, die ist da draußen. Gut. Gut, dass du in Sicherheit bist. Ich habe gehört, dass du in Elviria vollbracht hast. Was du in Elviria vollbracht hast. Du hast Siegmund besiegt. Ihre Majestät hatte recht. Vern steht für immer in deiner Schuld. Erlaube mir eine Frage und bitte antworte ehrlich. Ich habe Gerüchte aus der Abenteurergilde gehört. Warst du bei einem Ritter namens Tar? Er lebt, endlich, das letzte Puzzleteil. Das erklärt auch, warum du seinen Anhänger hast. Vielleicht ist Tar ein wenig wie Siegmund? Es muss doch einen Grund geben, warum er noch nicht in seine Burg zurückgekehrt ist. Ich werde einfach warten müssen, bis er von selbst auftaucht. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hier, nimm. Ich habe ihn repariert. Und wenn du ihn zu ihm zurückbringst, dann sag ihm bitte, dass ich auf ihn warte. Danke. Oh, Gookidoki. Verabschiede dich von Tar. Wo ist er? Ach, da. Seh dir diese Abenteurer! Hey da! Ein spezielles... Ich dachte, du wärst auf dem Weg zur Burg Vern. Geh ich noch hin. Dieser Anhänger.
Avele, verstehe. Danke, dass du ihn mir gebracht hast. Ich möchte sie wirklich sehen, aber nicht jetzt. Ich bin nicht wie andere Leute. Ich wurde von einer unbekannten Macht wiederbelebt. Ich könnte eine Gefahr für die Königin und ihre Burg sein. Fürs Erste ist es meine Pflicht, die Wahrheit über meinen Fluch herauszufinden. Wer hat mich wieder zum Leben erweckt und warum? Bis wir uns wiedersehen, sage ich Lebewohl. Danke für alles. Okay, und nun ist er wieder weg. Begib dich zur Burg Vern. Burg Vern, warte mal. Okay, dann wollen wir mal. Gut, gehe zum Audienzsaal der Königin. Warte mal. Melde dich bei Königin Elinor. Ich danke dir für deine Hilfe mit dem Nekromanten. Aber wer Kriegserweckung? Weiß ich nicht. Ich fürchte, das wird einer furchtbaren Hitzalsmalstrom auslösen, der alles in sich hineinzieht. Genau wie es vor 500 Jahren geschah. Als Königin ist es meine Aufgabe, Vern so gut es geht, zu verstärken. Es ist Zeit, dass ich der langen Debatte mit dem Senat endlich ein Ende setze. Abenteurer, du hast Vern gerettet. Sag mir, was du brauchst. Suche nach der Arche. Die Arche? Verstehe. Du bist auf der Suche nach ihr. Ja, das sagte ich gerade. Doch sie befindet sich nicht in Vern. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Aber ich habe die Nachricht erhalten, dass sich Sternbote Shandi nach Susche aufgemacht hat. Vielleicht weiß er ja, wo sich die Arche befindet. Um in dieses frostige Land zu gelangen, wirst du einen Eisbrecher benötigen. Wie der Zufall so will, habe ich einen asiatischen Schiffsbauer mitgebracht, die durch die Dämonenbestie zerstörten Schiffe reparieren soll. Ich werde ihn benachrichtigen. Gehe und suche ihn im Hafen von Krona. Abenteuer, es wird Zeit, dass du gehst. Ich gebe dir meinen Segen auf deiner Reise. Na dann. Vergris ist wieder erwacht. Wenn ein Wächter unterwegs ist, beweist das dann nicht, dass das Gleichgewicht Arkesias bröckelt? Wenn sie sich wieder einmischen, wird es ziemlich ärgerlich. Aber dieses Mal greifen einige der Wächter auch die Menschen an. Vielleicht sogar Vergris. Ich werde um eine Audienz bei ihm bitten, Meister Kazaras. Ein Dämon, der Vergris aufsucht. Es gibt nun wirklich einfachere Wege, sich umzubringen. Ihr habt keine Vorstellungskraft. Genug.
Nur eine Meinung zählt hier. Kasaurus. Ich fühle, Reatrice muss noch eine Entscheidung treffen. Doch in den letzten 500 Jahren hat sich vieles geändert. Die Wächter werden nicht dieselbe Wahl treffen wie letztes Mal. Wir müssen die Arche finden, wenn der Rotmond aufgeht und Stille die Welt umfängt. Strahlt das Genesis-Licht endlich, wie es vorgesehen war. Ich hatte mich gefragt, wer es war, der Vern rettete. Und natürlich warst du es. Schön, dich wiederzusehen. Ich fühle mich so geehrt, dir zu assistieren. Mir wurde gesagt, dass du einen Eisbrecher brauchst. Ich habe dieses Schiff für verschiedene Zwecke mitgebracht. Aber wenn du es brauchst, gehört es dir. Darf ich dir erzählen, Artedins großen Stolz vorstellen, den Eisbrecher Lohensturm. Okay. Begib dich zur Nähe von Hina. Das ist der Eisbrecher. So, aber wie kriege ich jetzt? Warte mal, wenn ich jetzt. Kann jetzt erstmal. Das ist ja doch gut, ne? Ja. Brauchen wir nur ordentlich Baukriegen, dann kann ich das noch immer weiter aufwerten. Aber wenn ich jetzt keine Wasser an Bord, möchtest du die Segel selbst? Nein, möchte ich nicht. Wie kriege ich jetzt aber die Mannschaft? Entschuldigung. Das liegt an meiner Größe. Aha, so geht das mit dem Mannschaft. Wo muss ich denn jetzt hoch? Wo muss jetzt hin? Wie an Bord des Angriffs und Reise ins Gletschergebiet. Okay, ins Gletschergebiet. Aha, hier muss ich hin. Auf ihn. Okay, da wären wir ja.
Okay. So, erkundige dich nach der Arche, Hafenverwalter und Vega. So, jetzt gucken wir, was wir machen. Hier, das kannst du hier auf. Aus, meine ich. Hier ist ein Tripoder. Hier ist ein Wins. Dorf. Gut. Oh, ich habe meine Winterklamotten und meine dicke Unterwäsche vergessen. Heutige Träger sind so schwach. Zur Seite, bitte. Ich habe einen ganzen Berg voller Ladung, den ich bewegen muss. Arche, hör auf, mich mit Unsinn zu belästigen. Ich muss arbeiten. Okay, gut, die haben also keinen Plan. Und da hat es noch einen erwischt. Schon wieder? Oha, die scheinen hier unter echt erbärmlichen Bedingungen arbeiten zu müssen. Oder haben die nicht ihre Schuhe angehabt? Sprich mit dem geschützten Träger. Tut mir leid. Ich bewege mich. Ich werde die Fracht gleich wegrollen. Ach, du bist nicht Zillamos. Puh. Uff. Ich habe mich vor ein paar Tagen am Bein verletzt und es ist noch nicht richtig verheilt. Es geht mir gut, ich brauche nur etwas Ruhe. Ich helfe dir, die Fracht zu bewegen. Tut mir leid, ich muss gehen. Das ist das wärmste Herz im ganzen gefrorenen Meer. Du hast das wärmste Herz im ganzen gefrorenen Meer. Vielen Dank. Bitte bring sie zu Verwalter Zillamos. Er ist weiter hinten am Hafen. Ja, gut. Meine Beine. Also die scheinen hier echt unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten zu müssen. Mehr Schnack. Stehen bleiben! Ich habe ich hier noch nie gesehen. Die Fracht sieht aus wie ein Transport für Cory. Wie nett von dir. Also, Hilfsarbeiter, Abenteurer, was führt dich zum gefrorenen Meer? Was, du suchst nach der Arche? Da bist du ja falsch. Es gibt nur Gletscher und gebrechliche Gefangene auf diesem Kontinent. Wenn du das verstehst, hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Hey! Bewegt euch gefälligst! Oh Mann, das ist ein richtiges... Bewegt euch schon! Was führt dich denn her? Was führt dich her? Suchst du nach der Arche von Shushire? Ja. Ha! Du bist so witzig, wie ich dich in Erinnerung habe. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist, aber der Ort ist nicht wichtig, sondern die Wahl. Mehr sage ich dazu nicht. Konzentrier dich darauf, was du hier und jetzt tun kannst. Bis die Arche dich ruft. Ja, okay. Wo in Arcesia liegt Cinnawale? Sashaya Dorfbrunnen in der Nähe. Ich habe den Namen doch schon mal gehört. Moment, bist du... Du bist der legendäre Kämpfer, der Yegati besiegt hat. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Dieser kleine alte Mann hat nicht gelogen. Er sagt, du würdest Licht nach Sushire bringen. Ja, ich glaube, das kannst du, Tavallero. Im Moment muss Sushire sich mit einer Menge unmoralischer Leute herumschlagen. Yannick und der Rest der Morgendämmerer haben versucht, sie in den Griff zu kriegen, aber ohne Erfolg. Es gibt einfach so viele von ihnen überall, auch im Hafen von Antenora. Drüben im Schiffsfriedhof gibt es
einen Kerl namens Samson, der uns wirklich Ärger macht. Wenn du ihn erledigen könntest, würden alle in Sashire wieder Hoffnung schöpfen. Oh, und er hat mir eine Halskette gestohlen. Könntest du sie mir zurückbringen? Ich fasse es nicht, dich mit eigenen Augen zu sehen. Okay, wo ist denn der Eierkopf? Auch gleich da vorne. Gut. Warte mal. Ja, kann man gleich hier hochlatschen. Rettet mein Leben mit einem Geldstück. Komm zum Schattenmarsch. Auf unsere Händler kannst du zählen, denn sie bieten die besten Arbeiter, die man mit Geld kaufen kann. Okay, so. Ach Gott, ach, das muss ich da rein. So, liefere das heutige Flugblatt bei Dyson ab. Hey, was hast du da in der Hand? Ist das etwa ein Ticket für den Schattenmarkt? Du wirst also den Morgendämmerern helfen. Tavalero? Ja, ich kenne deinen Namen. Na klar, mit jemandem wie dir können wir unser Ziel vielleicht schneller erreichen. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Finde Gabel auf dem Schattenmarkt. Er hat den Ort infiltriert, um einige verschwundene Gefangene zu finden. Aber wir haben schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Du bist neu hier, also kannst du dich als Händler ausgeben und jeden Verdacht vermeiden. Auf dem Schattenmarkt wimmelt es von Abschaum. Sei auf der Hut. So, warte mal, aber erstmal die Reparatur. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.